Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ende letzten Jahres hatte ich ein Interview mit Christian von Raw Spirit veröffentlicht, unsere Gedanken zum Weihnachtsfest. Da hatten wir einfach ein bisschen unterhalten, wie wir heutzutage Weihnachten sehen und dass wir auch den ganzen Konsum eher kritisch sehen. Ich verlinke euch das Video oben in den Infokarten. Es gab auch einige oder viele interessante Kommentare dazu. Und im heutigen Video möchte ich noch ein bisschen weiter darauf eingehen, möchte euch kurz skizzieren, wie ich traditionell Weihnachten zu Hause gefeiert habe und wie sich das in den letzten Jahren bei mir entwickelt hat. Ich bin im Erzgebirge aufgewachsen. Meine komplette Familie ist nicht christlich geprägt. Also ich habe Weihnachten eher traditionell verbracht, allerdings nicht christlich geprägt. Und was gehörte für mich dazu, Weihnachten traditionell im Erzgebirge zu feiern? Für uns gehört auf alle Fälle dazu, nach dem Totensonntag wurde die Wohnung weihnachtlich geschmückt. Und damals gehörte bei uns Schwibbögen ins Fenster, also solche Lichterbögen, Schwibbögen, dann Räuchermännchen, verschiedene Variationen, eine Pyramide, geschmückte Tannenzweige. Das gehörte für uns alles dazu. Und in der Vorweihnachtszeit haben wir auch Plätzchen gebacken, Weihnachtslieder gesungen. Ich hatte damals als Kind einen Schallplattenspieler und hatte mir eben darauf dann verschiedene Weihnachtslieder gehört. Das war so die ganz typische vorweihnachtliche Zeit. Und ich glaube, einen Tag vor Weihnachten wurde dann der Weihnachtsbaum geschmückt. Ich glaube, wir hatten nie einen echten, wir hatten schon immer einen künstlichen. Das war immer die Aufgabe meines Vaters, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Und am 24. war traditionelles Essen. Wir haben meistens so gegen 18 Uhr gegessen. So Kartoffelsalat und Schaschlik oder Kartoffelsalat und Wiener Würstchen. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber auf alle Fälle Kartoffelsalat. Was dazu gab, das variierte. Und danach gab es, oder davor, je nachdem wie alt wir waren, gab es dann eben die Geschenke. Und am 25. und 26. gab es dann auch ein bestimmtes Essen. Bei uns gab es immer meist selbstgemachte grüne Klöße, selbstgemachtes Rotkraut und dazu irgendeinen Braten, Ente oder Gans. Daran kann ich mich erinnern. Und das habe ich jahrelang als Kind so gefeiert. Und für mich war tatsächlich die Weihnachtszeit immer so die schönste Zeit, weil ich immer so dieses Lichtvolle mochte. Überall so dieses Gemütliche und überall der Schwibbogen und die Pyramiden, die Kerzen. Und wenn wir bei uns damals durchs Wohngebiet gelaufen sind am Abend, überall in den Fenstern waren Schwibbogen. Also es war schon fantastisch. Es hat mir als Kind immer sehr, sehr gut gefallen. Aber ich glaube auch so in den 80er Jahren, ich bin ja damals in der DDR aufgewachsen, kann ich mich nicht erinnern, dass mich das so überfordert, überlastet hat, dass die Leute extrem gestresst waren oder dass der Konsum so im Vordergrund stand. Also ich habe mich zum Beispiel zu Weihnachten immer sehr, sehr, sehr über Bücher gefreut. Ich war ja eine Leseratte und ich weiß, ich habe jahrelang von meinem Opa Karl May Bücher bekommen. Ich habe damals ganz viel Karl May gelesen, aber auch andere Bücher, Märchen. Also ich weiß, ich habe immer Bücher bekommen, auch mal ein Spiel oder Kleidung. Es war immer eigentlich was Pragmatisches, was wir auch immer verwendet haben. Und es waren nie in dem Sinn was Hochpreisiges, es waren immer so kleinere Geschenke und wir haben uns immer sehr, sehr, sehr gefreut darüber auch. Es gab immer einen Süßigkeiten-Teller, darauf haben wir uns dann natürlich immer besonders gefreut, so bestimmte weihnachtliche Süßigkeiten. Aber ich habe eine sehr schöne Erinnerung immer an die Weihnachtszeit mit meiner Familie. Ich habe ja noch einen Bruder, der 4 Jahre jünger ist und meine Großeltern sind die ersten Jahre auch immer, ich weiß nicht, zu Weihnachten oder am ersten Weihnachtsfeiertag vorbeigekommen, die wohnten in der Nähe. Es war für uns immer so ein schönes Weihnachtsfest. Mein Uropa, der stammt ursprünglich aus der Nähe von Leipzig, wo ich ja jetzt schon seit vielen Jahren wohne. Da kam dann auch oft zu Weihnachten uns besuchen, hat er bei uns auch ein paar Tage gewohnt. Ich habe dann schon gemerkt, so Mitte, Ende der 90er wurde mir dieses ganze Weihnachtsfest zu viel. Dieser Konsum, dass man schon im August Weihnachtsmänner, Spekulatius, Lebkuchen kaufen konnte. Und dieses zu viel und diese gestressten Leute, vielleicht habe ich das als Kind nicht so wahrgenommen. Und vielleicht ist es mir dann als junger Erwachsener erst aufgefallen, dass mich das dann persönlich auch gestresst hat und dann Geschenke besorgen. Damals hatte ich auch einen Freundeskreis, da haben wir uns innerhalb des Freundeskreises auch immer Geschenke gemacht. Da war man natürlich vorher immer im Stress, die Geschenke besorgen. Und das habe ich schon gemerkt, dass mir das damals zu viel war, dieser ganze Konsum, dieses vielleicht auch das Ganze auf Krampf, Liebe, Harmonie und Frieden. Ja, dieses auf Krampf. Also ich wünsche mir das ja auch wirklich fürs ganze Jahr, nicht nur auf so ein paar Wochen im Jahr beschränkt. Das versuche ich auch jetzt aktuell zu leben. Die Liebe, die Harmonie, den Frieden, so bestimmte Werte. Wie auch der Christian von Raw Spirit, der sagt, Weihnachtsfest, sagt man, ist ein Fest der Liebe. Und warum nicht das ganze Leben als Fest der Liebe zelebrieren? Und so ähnlich sehe ich das auch.
Und ich habe mich dann irgendwann, so 2001, 2002, habe ich mich immer mehr gesträubt gegen dieses Weihnachtliche. Wenn ich bei meinen Eltern war, wollte ich auch nicht so viel so weihnachtlich dekorieren in meinem Zimmer. Das hat mich immer ganz sehr überfordert. Das war mir dann immer ganz schnell zu viel. Also das habe ich dann schon bemerkt, dass irgendwann so ein Stoppschild, dass irgendwann eine Grenze bei mir erreicht war. Und ich war 2002, 2003, vom Oktober bis März in Tansania. Und das war das erste Mal, dass ich eine sehr, sehr angenehme Weihnachtszeit verbracht habe, weil sie dort, wo ich war, überhaupt nicht gefeiert wurde. Ich habe Weihnachten Silvester 2002 auf Pemba verbracht. Das ist eine Insel, die zu Tansania gehört. Die liegt neben Sansibar. Das sind zwei Inseln, die dem Festland vorgelagert sind. Und diese beiden Inseln sind islamisch geprägt. Und wir waren auf Pemba, haben die Familie eines Freundes besucht und da habe ich das erste Mal eine sehr entspannte Zeit. Es war total friedlich auf der Insel, die Sonne schien, ich hatte Früchte, es war totaler Frieden auf der Insel, also viel, viel entspannter als auf Sansibar, wo ich ja dann auch ein paar Wochen war, um mein Praktikum zu machen für mein Studium. Aber die Zeit auf Pemba war wirklich die friedlichste und ja, die friedvollste und schönste Zeit, die ich da in Tansania hatte. Es war sehr, sehr entspannt für mich und das habe ich auch sehr genossen. Und zu Silvester sind wir auch, glaube ich, gegen 21 Uhr zu Bett. Das hat uns überhaupt nicht tangiert, das jetzt besonders zu feiern. Und um nochmal was vorwegzunehmen, obwohl das Video jetzt ja eher eigentlich um Weihnachten geht, was mich schon seit Jahren extremst stört, also schon seit vielen Jahren eigentlich, dass die Menschen so viel Geld ausgeben für diese ganze Böllerei, für die Silvesterknallerei. Und am nächsten Tag, am 1. Januar, bekomme ich dann immer schon, ich sage immer, Neujahrsdepression, weil überall dieser Abfall, dieser Schmutz und die Luft, das ist, in der Luft hängen noch diese Gerüche von dieser Knallerei und überall so verschmutzt. Und gerade in der Großstadt in Leipzig ist das erschreckend. Also das ist auch so eine Sache, die ich sehr genossen habe damals auf Pemba, dass das an mir so vorbeigegangen ist, dass wir einfach eine schöne Zeit verbracht haben zusammen. Wir waren ja, ich war mit Freunden dort und der Familie der Freunde. Wir haben einfach eine schöne Zeit zusammen verbracht, ohne Weihnachten zu feiern, ohne das Silvester so zu feiern und das war wirklich sehr, sehr angenehm. Mein Verständnis so für Weihnachten hat sich dann wieder ein bisschen geändert, als meine Kinder zur Welt kamen. Da habe ich dann gemerkt, als sie ein bisschen größer waren, dass ich auch diese Tradition, so wie ich es erlebt habe, meine Kinder weitergeben möchte. Ich hatte ein paar Jahre dann keine Tannenzweige mehr geschmückt, aber als mein Ältester dann so ein Jahr alt war, dann habe ich damit wieder angefangen und das machen wir heute noch. Also das machen wir jetzt schon wieder seit 12 Jahren. Tannenzweige kaufen und dann nach dem Totensonntag schmücken. Das machen auch alles meine Jungs selber, das Schmücken. Das lieben sie, da hören sie dazu meist Weihnachtsmusik und ein Räucherkerzchen. Ja, bei uns, ich hatte ja schon erwähnt, gab es ja ganz viele, oder war ja Tradition in meiner Kindheit, so Räuchermännchen, Räucherhäuschen aufzustellen. Und meine Mutter hatte da wirklich sich über eine Jahre auch eine ganz große Sammlung angelegt. Überall standen schöne Motive von Räuchermännchen, hat sich dann immer zu jedem Weihnachten irgendwo eins gekauft oder eins schenken lassen. Und wir haben nur zwei, wir haben einen Räucherofen und ein Räucherhäuschen. Und das lieben meine Jungs auch, dann einfach so Weihrauch zu räuchern, diese Räucherkerzen, die auch original aus dem Erzgebirge kommen. Und das habe ich auf alle Fälle wieder eingeführt, beibehalten aus meiner Kindheit, diese Tradition, Räuchern, Tannenzweige. Und ich bin ja nicht so ein Weihnachtsbaum-Fan. Und ich wollte das immer schon ein bisschen minimalisieren, aber meine Kinder fordern das ein. Und dieses Weihnachten haben sie den auch selber aufgebaut. Also wir haben auch keinen echten Baum. Ich finde das wirklich, da blutet mein Herz, Bäume dann über. Ich weiß nicht, wie lang diese Weihnachtsbäume wachsen, wie viele Jahre, aber da blutet mein Herz, diese Bäume. Das ist ja auch wie eine Aufzucht von Weihnachtsbäumen. Die werden ja nur für dieses Fest aufgezogen, dann werden sie gefällt und dann stehen sie 3 Wochen in der Wohnung und dann werden sie entsorgt. Also das mache ich nicht mit und deswegen haben wir immer nur ein paar Tannenzweige, so 4 Zweige meistens. Zwei für den Wohnraum, den schmückt dann einer der Jungs und 2 Zweige für das Kinderzimmer, das schmückt dann der andere Junge. Und aber Tannenbaum, einen echten Tannenbaum, lehne ich einfach ab. Meine Jungs haben auf einem Fensterbrett in ihrem Kinderzimmer einen Schaltbogen stehen, den sie dann am Abend, wenn es dunkel wird, anschalten. Das bringt so ein bisschen ein gemütliches Licht und wenn sie am Abend einschlafen, dann lassen sie das Licht meistens auch noch an. Und ich mache es dann, wenn sie eingeschlafen sind, später aus. Was bei uns auch immer Tradition ist, ein, zwei Tage nach dem Totensonntag schmücken die Jungs ein paar Tannenzweige, die wir hier um die Ecke in einem Blumenladen kaufen. Und wir haben dann so verschiedene Motive, einen Holzweihnachtsmann,
Strohsterne. Dann hier auch noch eine Walnuss, einen kleinen Zapfen, eine kleine Kugel. In unserem Wohnraum steht auch auf einem der Fensterbretter ein Schwibbogen. Daneben steht eine kleine Holzkommode. Da steht unter anderem auch ein kleines Räucherhäuschen drauf. Das ist bestimmt schon 8 bis 10 Jahre alt. Das habe ich damals im Waschbärkatalog bestellt. Das war ein Räucherhäuschen zum selber zusammenbauen. Und das ist auch in der Vorweihnachtszeit im Einsatz. Ich überlasse das immer den Jungs. Sie machen dann einfach ein Räucherkerzchen an, wenn ihnen danach ist oder wenn ich sie drum bitte. Gerade auch zum Advent oder dann mal am Abend. Was ich auch gerne in der Vorweihnachtszeit verwende, aber auch gerne in der kühleren, dunkleren Jahreszeit, ist dieser Apfelkerne-Aromadiffuser. Der wechselt auch die Farben. Also 7 Farben, die wechselnd ein, aber auch komplett abgeschaltet werden können. Also das sind wunderbare Diffuser für hochwertige Öle. Und das Besondere an diesem Diffuser ist, dass die Öle mikrofein kalt vernebelt werden, weil die Hitze, oder jetzt wenn ich jetzt so eine normale Duftlampe hätte mit einem Lichtlein drin, dann würde die Hitze die chemische Struktur der Öle zerstören. Und gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit verwende ich Thieves und Orange. Und dann habe ich hier noch so ein paar andere Öle, zum Beispiel Harmony, Welle oder Peace and Calming. Gerade auch Peace and Calming verwende ich für meine Jungs. Die haben auch so einen Diffuser in ihrem Zimmer stehen. Und am Abend, wenn sie so ein bisschen zur Ruhe runterkommen sollen, dann verwende ich gern Peace and Calming. Dann haben wir hier noch einen kleinen Räucherofen stehen. Den haben uns vor ein paar Jahren mal die Rohkostlinge aus dem Erzgebirge vorbeigebracht, als sie uns besucht haben. Und den nutzen meine Jungs auch sehr gern. Aktuell räuchern wir mit den original Grottendorfer Räucherkerzchen mit dem weihnachtlichen Weihrauch. Auch im Wohnraum steht ein mit weihnachtlichen Motiven geschmückter Tannenzweig. Den hat Silas mit großer Hingabe geschmückt. Ihr seht, hier gibt es auch noch ein paar Orangenscheiben. Auch viele Motive aus Strohkränze. Oh, hier ist schon eine kleine Weihnachtskugel zerbrochen. Die könnte ich nochmal austauschen. Aber hier auch aus so einer Art Keramik ein Weihnachtsbaum. Genau, hier noch so ein Holzschneemann. Also Silas mag solche Motive. Und hier, das ist leider auch schon ein bisschen kaputt gegangen. Das war ein aus Nudeln hergestellter Weihnachtsengel. Den hatte Silas damals im Kindergarten mit anderen Kindern hergestellt. Generell, wenn man sich überlegt, dieses Weihnachtsfest, auf der einen Seite gibt es diese traditionellen Bräuche, so wie ich das geschildert habe, wie ich damit aufgewachsen bin. Und dann gibt es eben auch diesen Konsum. Ja, müssen wir überlegen, wie viele Menschen Geschenke kaufen. Das ist ja für viele Geschäfte das größte Geschäft im Jahr. Und die Werbung wird ja auch daraufhin gezielt eingestellt, dass die Menschen kaufen und mehr kaufen. Und dann hast du das Geschenkpapier, du hast diese Geschenke und diese oftmals auch vielleicht nicht hochwertigen Geschenke aus Plastik gemacht. Du weißt nie, wo wurde das hergestellt, die Transparenz wieder. Und wer hat unter welchen Bedingungen wie gearbeitet. Und dann dieses Geschenkpapier. Ich bin auch überhaupt kein Freund von Geschenkpapier. Es gibt von mir schon seit Jahren kein Geschenkpapier mehr. Wir haben es gestern zu Weihnachten auch so gemacht. Die Jungs waren im Kinderzimmer, die habe ich rübergeschickt und dann habe ich das hier auf dem Tisch, wo auch die Tannenzweige stehen, ihre Geschenke so ausgebreitet und dann sind sie wieder reingekommen. Omas Geschenk, von meinen Eltern, die Geschenke lagen auch dabei, die wurden in Geschenkpapier eingepackt, aber meine Geschenke, die lagen dann einfach so offen da. Was bei mir eben so hängen geblieben ist, Weihnachten als Fest der Liebe zu zelebrieren, als Fest für die Familie, des Zusammenseins. Also das kann ich gut nachvollziehen und ich schätze auch, dass die meisten Menschen das auch so sehen. Man trifft sich wieder mit der Familie, da kommt mal die große Familie zusammen, man hat ein bisschen mehr Zeit, man versucht runterzufahren, obwohl viele sich ja trotzdem dann Stress machen, wenn aufwendiges Essen zubereitet wird. Ich kann mich in meiner Kindheit erinnern, meine Eltern standen den ganzen Vormittag am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag in der Küche und haben selber die grünen Klöße hergestellt. Das ist sehr aufwendig. Sie waren dann immer eher so im Stress mit Essen vorbereiten und ich praktiziere das anders mit meinen Kindern. Ich frage meine Jungs, was sie essen wollen. Und für dieses Weihnachten war es so, mein Simon hat sich einen veganen Gulasch, den ich so mit Jackfruchtfleisch zubereite, gewünscht. Den habe ich einen Abend vorher, also am 23. abends gekocht. Und mein Jüngster hat sich einfach ganz klassisch Nudeln gewünscht mit echtem Käse. Und weil wir essen selten Nudeln, nicht so oft. Und dann komme ich dem nach und so hatte ich überhaupt keinen großen Aufwand. Ich persönlich habe mir früher als Vegetarierin, als Veganer dann auch immer so einen Ersatz gemacht, so einen Fleischersatz
oftmals die ersten Jahre, wenn ich mit meinen Eltern gegessen habe. Und auch als Rohköstlerin hat man dann, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel auch Freunde zu Weihnachten hier, wir waren glaube ich zu 10, da hatten wir auch ein ganz großes Buffet, da gibt es auch ein Video dazu, das könnt ihr euch gerne anschauen. Viele rohköstliche Inspirationen, ich verlinke euch das Video in den Infokarten. Aber ab und zu halte ich es halt zu Weihnachten auch ganz, ganz einfach. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich mir mal ein Paket bei Orkos bestellt, die auch tropische Früchte anbieten, habe ich Cherimoya gegessen zu Weihnachten und zwei, drei Trinkkokosnüsse getrunken und ausgelöffelt. Das war mein Weihnachtsmahl und das hat mich sehr zufrieden und glücklich gemacht. Und auch gestern habe ich sehr, sehr einfach gegessen. Ich hatte mir Zimtschnecken zubereitet, roh vegane Zimtschnecken aus 4 Zutaten. Danach gab es einfach nur noch ein bisschen Gurkensalat mit getrockneten Tomaten und Sprossen, ein bisschen Grün dazu. Und das hat mir vollkommen gereicht, weil manche dann immer fragen, ja, gönnst du dir denn mal zu Weihnachten was Besonderes? Dann frage ich, ja, was denn Besonderes? Also die einfache Kost ist ja die Kost, die mir richtig gut tut. Und warum soll ich mir zu Weihnachten nicht etwas gönnen, was mir richtig gut tut? Also nicht etwas, wo ich danach merke, boah, jetzt habe ich zu viel gegessen, die Verdauung wird langsamer. Ich weiß ja auch aus meiner Vergangenheit als Kind oder auch als junge Erwachsene, dass man zu Weihnachten viel zu viel isst. Ne? Dieses Essen, dieses schon auch mit viel Mühe zubereitete Essen, dann hast du Plätzchen und Lebkuchen und Schokolade, da gibt es Süßes, man isst einfach viel zu viel. Und viele legen ja dann auch über die Weihnachtszeit ein paar Kilo zu. Und ich gönne mir zu Weihnachten das, was mir am besten tut. Und das ist ganz, ganz einfache Kost. Ich hatte letztes Jahr in dem Video mit Raw Spirit erwähnt, dass ich meine Kinder schon mal ein bisschen darauf vorbereiten wollte, dass es zu Weihnachten keine Geschenke gibt, dass sie einfach, wenn sie was brauchen, das eben dann auch bekommen. Und meine Jungs hatten ja gesagt, ja, das ist in Ordnung, machen wir nächstes Jahr so. Also 2017 gab es ja noch Geschenke, aber 2018 gab es auch wieder Geschenke. Also sie konnten sich noch nicht so richtig damit anfreunden. Ich hatte ihr Geschenk auch schon im November gekauft und hatte mir schon überlegt, ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich es ihnen gleich gebe, einfach weil ich es eben da hatte. Und haben es dann doch auf Weihnachten, also für Weihnachten aufgehoben, weil sie es sich einfach so gewünscht haben. Also so ein bisschen Tradition bleiben dann doch bei uns, aber ich schaue einfach, dass es nicht überhand nimmt. In früheren Zeiten bekamen die Kinder das, was sie wirklich gebraucht haben. Ein paar warme Socken, ein paar Schuhe, vielleicht eine Hose. Also da gab es keine Spielzeuge unterm Weihnachtsbaum, nur Dinge, die man so im Alltag praktisch gebraucht hat. Und damals gab es auch keinen Süßigkeitenteller. Wenn man sich mal überlegt, auch wenn man manche Weihnachtslieder sich mal anschaut, da wird ganz klar benannt, was es für die Kinder gibt. Ein paar Lebkuchen vielleicht, aber auch Äpfel, Orangen, Nüsse, Korinthen, also Rosinen, eher Trockenfrüchte und frische Früchte, die es so vielleicht das ganze Jahr über nicht gab. Also eher sogar was Gesundes. Heute gibt es ja dann die ungesunde, süße Industriekost, die eigentlich kein Mensch braucht. Ich sage dann auch immer, selber machen. Also ich bereite hier auch Lebkuchen selber zu oder weihnachtliche Süßigkeiten oder Energiebällchen, Schokolade, das bereite ich ja alles selber zu, obwohl ich auch teilweise für meine Jungs weihnachtliche Süßigkeiten, die sie sich wünschen, kaufen. Dann wollte ich noch mal kurz was zu Geschenken erwähnen. Also ich selbst habe das ja abgeschafft. Ich schenke nur noch meinen Kindern und meine Eltern bekommen noch ein bestimmtes Geschenk. Die wünschen sich immer jedes Jahr einen Kalender, den ich herstellen lasse mit Fotos von meinen Jungs. Das ist auch so Tradition. Das habe ich mal vor 12 Jahren das erste Mal gemacht und seitdem wird es immer wieder gewünscht. Aber sonst habe ich das abgeschafft. Also unter Freunden gibt es das nicht mehr. Aber was wir uns schenken, ist einfach Zeit, eine harmonische Zeit zusammen zu verbringen, gemeinsam zu lachen, gemeinsam ja, ein offenes Ohr für alle Belange zu haben. Und das machen wir aber nicht nur zu Weihnachten. Also das machen wir das ganze Jahr über. Also ich zelebriere so ähnlich wie Christian, ja, das Fest der Liebe, der Harmonie versuche ich auch das ganze Jahr über aufrecht zu erhalten. Wir haben immer so ein recht, sag ich mal, offenes Haus. Bei uns sind auch regelmäßig Freunde da, die auch mal ein, zwei Nächte übernachten und wir unternehmen zusammen was oder sitzen zusammen, lachen zusammen, reden zusammen. Und das versuche ich schon das ganze Jahr ein bisschen zu zelebrieren. Es gibt ja nicht nur die, sag ich mal, die Familie, wie Eltern, Geschwister und alles, was da dran hängt. Es gibt ja auch noch die Familie, die man sich im Laufe des Lebens selber sucht. Also Menschen, die einem sehr nah am Herzen sind, auch wenn man nicht direkt mit ihnen verwandt ist, aber mit denen wo man einfach so Seelenverwandte findet oder Gleichgesinnte im Geiste. Und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Familie. Und ich kann eigentlich sagen, dass ich zu meiner eigenen Familie wie auch zu dieser gleichgesinnten Familie das ganze Jahr über versuche, wirklich Harmonie und Liebe zu fühlen und auch zu geben. Also das ist zu Weihnachten nicht anders. Was eben zu Weihnachten ein bisschen anders ist, dass wir hier Schwibbögen stehen haben, dass wir geschmückte Tannenzweige haben und dass es für meine Kinder Geschenke gibt. Auch das Essen ist nicht anders. Wir bereiten nichts anderes zu, als was wir auch das ganze Jahr über zubereiten würden. Ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Kommentare vorlesen, die ich
letztes Jahr unter dem Video mit Raw Spirit bekommen habe, auch sehr interessante Kommentare. Obwohl das Weihnachtsfest heutzutage leider weitestgehend dem Konsum gewidmet ist und das Wissen um die Weihe der längsten Nacht des Jahres beinahe vollständig verloren gegangen ist, so ist es doch nach wie vor ein Fest, zu dem sich die Familien treffen und in Besinnung Zeit miteinander verbringen. Wenn Sie also Ihre Lieben an Weihnachten treffen, dann erinnern Sie sich daran, dass die Ursprünge der christlichen Weihnacht bei den alten germanischen und nordischen Stämmen zu finden sind, die bereits vor tausenden von Jahren hier heimisch waren und die Wintersonnenwende und die damit verbundenen Rauhnächte feierten. Also auch sehr interessant, wenn man sich schaut, was war denn vor der christlichen Prägung? Wie wurde denn da diese Zeit hier um den 24. herum gefeiert? Das wurde nämlich dann am 21. die Wintersonnenwende gefeiert und danach eben die Rauhnächte. Das ist auch eine sehr interessante Art und Weise des Feierns. Und ich habe mehrfach gelesen, dass Jesus Christus ja gar nicht am 24. geboren wurde. Das ist nur ein symbolisches Datum, wo die Geburt des Jesus Christus gefeiert wird. Er wurde ja schon viel eher im Herbst geboren. Und dass man einfach die christlichen Feste damals auf die Zeit der heidnischen Feste gelegt hat. Also das viel fällt auch in die Zeit, wo man eben Europa oder Teile Europas christianisiert hat. Also auch eine sehr interessante Thematik, damit will ich mich auf alle Fälle auch noch ein bisschen beschäftigen. Weiter geht's in den Kommentaren. Ich glaube an Gott, aber nicht an das Fest des lieben Geldes. Es war einmal vor langer Zeit, da schwamm der Coca-Cola-Mann von Amerika übers weite Meer zu uns und er nannte sich Weihnachtsmann. Alle Menschen glaubten ihm und so feiern sie ihn noch heute, wie doch Geld so blenden kann. Genau, der Weihnachtsmann hat ja nichts mit der Tradition an sich zu tun, auch nicht mit diesen christlichen Werten oder der christlichen Weihnacht, sondern es ist wirklich eine Erfindung von Coca-Cola. Und meine Kinder sind da über den Weihnachtsmann schon lange hinaus. Also mein Ältester war da schon ganz früh kritisch und hat gesagt, er glaubt nicht an den Weihnachtsmann. Und da hat er ja auch recht, es ist ein Märchen, eine Geschichte. Es ist einfach ein Märchen, man kann als Kind dran glauben, das zelebrieren oder eben auch nicht. Das Problem mit Konsumweihnachten wurde schon in den 60ern diskutiert. Da war ich noch in der Primarschule und im Gym Ende der 70er auch noch und in den 80ern. Da kam dann schon die Umwelt dazu, beziehungsweise der Schutz und dann die 90er und so weiter. Unterm Strich ging es genau verkehrt. Die Geschenke wurden mehr und teurer. Wenige Kinder, meist Einzelkinder, die dementsprechend von allen Seiten von Babyalter her beschenkt wurden. Heute hat fast jeder fast alles. Und dann, weil wir auch Christian und ich gesprochen hatten, was es zu unserer Zeit noch gab, schrieb sie dann im Kommentar, so alt seid ihr doch nicht, dass ihr Schmalhans Weihnachten erlebt habt, wo Kinder noch glücklich waren um das neue Paar Socken, das warm war, und das Paar Schuhe, das passt, wo Spielzeug gar nicht unterm Baum lag. Wir haben zum Beispiel heute ganz spontan einen Hausgemeinschafts-Weihnachts-Frühschoppen gemacht mit einem Bierchen, viel Lachen und Spaß. Das ist das Beste, was man sich für Weihnachten vorstellen kann. Das Motto, ich kaufe, also bin ich, gibt es bei uns auch nicht mehr und ich sehe das als absoluten Trend. Es lässt hoffen. Warum macht ihr bezüglich der Geschenke nicht einen Kompromiss und schenkt Erlebnisse zu Weihnachten, wie den Besuch in einem Klettergarten oder so? Ich glaube, dass Weihnachten von uns wieder neu erfunden werden sollte. Dabei macht es Sinn, sich auch Gedanken zu machen, woher Weihnachten eigentlich kommt. Es ist die längste Nacht, wo Menschen seit Anbeginn zusammengekommen sind und ihr Bedürfnis nach Gemeinsamkeit nachgekommen sind. Es geht darum, dass der Weihnachtsbaum eigentlich der Lebensbaum ist, welcher bereits in der Vorgeschichte ein Mittelpunkt der menschlichen Spiritualität war. Also sind auf alle Fälle interessante Kommentare. Ich möchte abschließend noch was zu den Geschenken sagen. Es wurde ja auch in den Kommentaren angesprochen, warum man nicht sowas wie Ausflüge in einen Kletterwald zum Beispiel verschenkt. Vielleicht auch eine Kinoeinladung, eine Essenseinladung oder selber Essen zuzubereiten, also praktisch eine Einladung verschenken für ein 2-3-Gänge-Menü, das ein Essen, was man selber zubereitet, verschiedene Ausflüge kann man schenken oder eben auch selbstgemachte Sachen. Ja, man kann ja selber Süßigkeiten zubereiten, man kann auch Kosmetik selber herstellen, zum Beispiel ein Körperöl oder Seife selber herstellen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo man mit ganz viel Liebe Sachen selbst herstellen kann. Sowas eignet sich natürlich auch immer zu Weihnachten zu verschenken. Oder wenn man kreativ ist mit Worten, ein Gedicht schreiben, eine Geschichte schreiben, ein kleines Musikstück auf einem Instrument komponieren, wenn man selber das Instrument beherrscht. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, Geschenke von Herzen zu schenken, ohne in den Konsumwahn zu verfallen. Das war's von mir. Nochmal meine Gedanken und so Traditionen zu Weihnachten. Egal wie ihr diese nächsten Tage feiert, in welcher Tradition, wünsche ich euch auf alle Fälle ein paar besinnliche Tage und einen harmonischen Jahresausklang. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen ruhiger machen, mich zurückziehen. Ich werde auf alle Fälle ein paar Tage fasten. Um Silvester herum haben wir wieder volles Haus. Es kommen einige
liebe Freunde zu Besuch, unter anderem auch der Tobias von IUM. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Vielleicht gibt es dann im neuen Jahr auch wieder ein Video. In diesem Jahr gibt es auf alle Fälle noch 1 bis 2 Videos, darunter auf alle Fälle ein Interview mit einem anderen YouTuber, der mich kürzlich besucht hat. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute, bis bald, eure Silke.